Die Automobilsachverständigenorganisation DEKRA baut für einen zweistelligen Millionenbetrag ein Testzentrum, zum Beispiel für Batterien von Elektroautos. Bei der Grundsteinlegung war auch Brandenburgs Infrastrukturminister dabei und betonte die Wichtigkeit dieser Investitionen. Wir haben einen großen Batterieautohersteller im Land. Jetzt haben wir auch eine unabhängige Prüfstation für diese Batterietechnik, die längst nicht ausgereift ist. Das wissen wir. Hier muss auch weiter geforscht, aber auch immer auf Sicherheit geforscht werden. Das heißt also im Grunde darum, was um Brandschutz natürlich eine große Rolle spielt. Was passiert bei Unfällen, die wir alle nicht erleiden mögen, aber es kann ja trotzdem passieren. Aber natürlich auch vor allem das Laden am Ende auch am Ende, das hat etwas mit Brandschutz zu tun, eine sichere Angelegenheit wird. Vor allen Dingen auch in Tiefgaragen oder auch bei der Mitnahme von E-Bikes und so weiter. Das ist derzeit noch nicht vollumfänglich gesichert. Ab Mitte 2025 sollen in den Hallen alle Arten von Batterien getestet werden, um die Sicherheit von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Der Vorsitzende der DEKRA-Geschäftsführung, Guido Kutschera, ist froh über die Entwicklung am Klettwitzer Standort. Als wir 2017 den Standort übernommen haben, hatten wir ungefähr 80 Mitarbeitende hier. Wir gehen jetzt mit großen Schritten auf die 300. Und wir haben einen klaren Fahrplan, wo wir hinwollen. Und von daher sind wir auch für die Zukunft sehr, sehr zuversichtlich gestimmt. Und es auch mit Sicherheit wird alles sicher sein. Die Tests umfassen mechanische, Leistungs- und Umweltprüfungen, aber auch Versuche für die Standhaftigkeit in Extremsituationen, erklärt Erik Pellmann, der DEKRA-Fachmann vor Ort. Wir wollen gucken, was passiert mit einer Batterie, wenn die extrem gestaucht wird, gedrückt wird, ja, wenn die überhitzt wird. Ja. Wir werden hier eine Feuerhalle bauen, wo wir auch wirklich Feuer unter der Batterie legen, um einfach zu gucken, was passiert in extremsten Bedingungen. Ja, wir wollen sicherstellen oder besser gesagt einen Beitrag leisten, dass eine Batterie unter solchen Bedingungen nicht anfängt, noch selber zu entzünden oder gar zu explodieren. Das ist ein ganz wichtiges Thema, riesiger Beitrag zur Sicherheit. Vor gut 7 Jahren hatte DEKRA auch den benachbarten Lausitzring übernommen und damit den Weg geebnet, aus einer Rennstrecke ein hochmodernes Testzentrum zu machen, freut sich Oberspreewald-Lausitz-Landrat Sigurd Heinze. DEKRA steht ja als Unternehmen auch für Sicherheit. Wir hatten immer die Sicherheit, dass das, was gesagt worden ist, auch wirklich eingehalten worden war und jetzt ja neu auch wieder. Von daher ist DEKRA für uns ein guter strategischer Partner, gerade auch in Zeiten der Energiewende. Tolle Investition hier. DEKRA hat aber in Klettwitz noch weitere Pläne und das Stichwort heißt autonomes Fahren. Absolut. Wir wollen also mit den City-Kursen, die wir eingeweiht haben letztes Jahr, der nächste Schritt sind sogenannte Interurban. Das heißt, wir bauen über Land und ein Stück Autobahn, damit Sie mal eine Größe haben von 16,3 Kilometer, die wir da bauen. Und damit sind wir die einzige Prüforganisation in Europa, wenn nicht sogar weltweit, die alle relevanten Szenarien zum Testen des automatisierten Fahrens an einem Standort machen kann. Plus jetzt die Ergänzung natürlich jetzt mit unserem Batterietestlabor. Das neue Batterietestzentrum ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Elektromobilität und zeigt das Engagement von DEKRA für sichere und nachhaltige Mobilität. Seit der Ansiedlung hat das Unternehmen fast 100 Millionen Euro in den Standort investiert und daher ist das eine Erfolgsgeschichte. Brandenburg ist erfolgreich bei diesen Ansiedlungen, ganz offensichtlich. Das hat, wie es immer so ist, viele Väter. Ja, die Landesregierung spielt ja auch eine große Rolle, aber der Zusammenhalt hier in der Region natürlich besonders. Wir haben uns durchgesetzt gegen die Konkurrenz aus Italien und aus den Niederlanden. Und man hat sich bewusst für diesen Standort hier im OSL-Kreis, hier im Süden Brandenburgs entschieden und am Ende auch für Deutschland. Und das macht uns natürlich stolz und freuen uns ganz besonders über diese Investition. Offen ist im Moment, ob die Eröffnung des neuen Batterietestlabors genau auf den 100. Geburtstag von DEKRA fällt. Der wird im nächsten Jahr gefeiert.